Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge From Zero to Hero. Erstmal fette Sorry für das ganze Durcheinander letzte Woche. Fragt mich nicht, was da irgendwie in meinem Kopf vorgegangen ist. Irgendwie war die erste Folge der Woche die letzte Folge der Woche und alles durcheinander. Ich habe absolut keine Ahnung, was da los war. Aber ja, schauen wir mal, dass wir diese Woche zumindest die Reihenfolge mal einhalten können. Wir haben übrigens einen neuen Spieler bei uns, und zwar den Lasse vorne im Sturm. Falls ihr auch wie der Lasse mit in die Mannschaft rein wollt, einfach unten in die Kommentare schreiben, dann packe ich euch natürlich auch gerne mit ins Team rein. Und ich hoffe einfach mal, dass diese Woche vor allem auch etwas erfolgreicher verläuft, denn nach einem anfänglich guten Start eigentlich letzte Mal, ja, ist es dann ja doch eher bergab gegangen und wir sind wieder auf den 18. runtergedonnert. Und so langsam, aber sicher, müssen dann doch mal die Punkte kommen. Lang ist auch noch nicht ready für die erste Mannschaft, hat zwar schon 60, aber ja, da fehlt einfach irgendwie noch so ein bisschen was. Martinelli 53, auch, nee. Also das sieht alles so aus, als würden die noch gut Zeit brauchen, bis wir die hochziehen können. So, dann schauen wir jetzt mal. Mannschaft, ja, das passt alles soweit. Und dann starten wir doch auch direkt mal rein gegen Dynamo Dresden. Wo stehen die momentan? Die dürften wahrscheinlich oben mitspielen. Ah, Zehnter. Zehnter ist akzeptabel. Das kann man gewinnen. Gut, ich meine, wir haben uns gegen Bayreuth schwer getan und Bayreuth ist gerade mal 2 Plätze über uns, aber irgendwie müssen wir ja an Punkte kommen, ne? Dann muss es halt auch mal gegen den 10. klappen und oh, Callum McCoward in die Nationalmannschaft von Neuseeland berufen. Als Drittligaspieler. Das ist doch mal schön. So, Lasse vorne im Sturm, der Etlef im Tor und der Rest ist noch standardmäßig benannt. Und wir gehen jetzt rein gegen Dynamo Dresden. Ich sehe da schon wieder ein Loch in der Mitte bei denen. Da müssen wir versuchen durchzuspielen. So. Ab geht es. Och. Direkt der Fehlpass von Martin da an der Stelle. Nicht schnell genug, nicht stark genug. Und Dresden macht Druck. Oh. Oh, no, 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 no. Nicht hier früh hinten liegen. Oh. Martin, da kann man auch mal den Fuß reinhalten. Aber Etlef hat ihn. So, Martin. Jetzt den Fehlpass bitte direkt wieder gut machen. Start dein Solo. Jawohl. Kein Abseits. Ach, da kommt der Pass nicht durch. Sensen wir den da weg, Arnold. Uiuiuiui. Boah, da haben wir Glück, dass das nur gelb war. Da dreht er sich aber genau weg, als Arnold anfängt zu grätschen, ne? So, schön auf Lasse hier den Ball. McCoward. Über die linke Seite. Nochmal nach hinten. Und... Ah! Natürlich hält der Gegner da noch seinen Fuß rein. Gnase. Ah. So, Arnold. Jetzt musst du... Jawohl. Schön dazwischen gegangen. So, und Martin kann jetzt hier mal über rechts gehen. Auf geht es. Jetzt der Pass. Oh, der war zu steil. Oh, der war zu steil. Da kommt Gnase nicht ran. Was macht Gnase überhaupt so weit vorne? Jung, du bist zentral defensiv. Kadlec, unser Gewächs aus der Jugend, wird auch immer besser. Ah. Uiuiui. Es ist so unfassbar, ne? Unsere Verteidiger kriegen es einfach nicht geschissen, irgendwie mal den Ball abzuwehren. Und dann liegst du halt direkt wieder 1-0 hinten. Ach. Ich kann mir nicht mehr erlauben, hier Punkte liegen zu lassen.
Ja, aber die stehen auch maximal defensiv da hinten, ne? Och, spiel den doch quer. Warum denn nach vorne? Da steht doch einer von denen. Oh, das könnte sein. Und natürlich wird er geblockt. Ich heul gleich schon wieder. Martin, auf geht es. Jawohl, schön dazwischen. Arnold auf nach vorne. Also vor der Halbzeit sollten wir vielleicht noch den Ausgleich schaffen. Das wäre ganz angenehm. Doch Lasse verrennt sich da. Ah, okay. Pfeift den Vorteil dann doch noch ab. Edlef, den darfst du aber auch festhalten. Ach du Heilige, das Ding war gefährlicher, als ich am Anfang gedacht habe. Oh. Danke, Edlef. Und raus, jawohl. So, und jetzt vielleicht mal hier der schnelle Konter. Über Berger. Ja, aber der muss abbremsen. Ja. Oh. Schade. Hätte ich vielleicht noch ein paar Meter mit Berger gehen können. Da hätte ich noch ein paar Meter mit Berger machen können. Oh, Cutledge? Nee. Komm schon. Martin. Auf Gnase. Nach vorne gespielt. Lass mich doch den Angriff noch machen. Naja, 1-0 zur Halbzeit. Das ist nicht allzu schlimm. Gegen Dresden hätte man definitiv schon höher hinten liegen können. Die Chancen dazu hatten sie. Aber wir hatten auch unsere Chancen. Wir machen sie nur nicht. So, Arnold. Schön die Seite jetzt hier verlagern. Zimmermann. Jansen macht mit. McCowett. Auf Berger. Ach, und der wollte Lasse schicken, aber... Da wird dann zugemacht. Oh, Zimmermann. Ja, taktisch gut reingegangen. Alles gut, Zimmermann. Taktisch richtig gemacht. Weil... Jetzt stolpern meine Spieler schon über ihre eigenen Beine und dann ist das 2-0. Ich raste aus. Meine eigenen Spieler behindern sich und dadurch kommt das Ding rein. Ey, das kannst du keinem erzählen. Oh. Okay. Lasse. Ja, pass auf, Berger kommt nicht an. Also jetzt wird's haarig. 2-0 ist hart. Gerade gegen eine eigentlich recht gute Mannschaft wie Dresden. Oh, schöner Block, Zimmermann. Schöner Block. Cutledge kann ich noch nicht rausholen. Noch nicht. Wir haben halt leider keine Auswechselspieler so wirklich, die wirklich Sinn machen, die auch mal reinzuholen. Schönes, schnelles Passspiel hier, aber Lasse hat leider nicht das Tempo, um da was Sinnvolles rauszumachen.
It could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I don't wanna feel the stuck. Under the rug. Es tut nur noch weh. Es tut einfach nur noch weh, ne? Ja, ja, was machen wir jetzt daraus, ne? Also eventuell schießen wir hier noch so einen Ehrentreffer, aber Punkte sehe ich hier gerade nicht mehr für uns. Ganz im Ernst, so wie die verteidigen, sehe ich nicht mal ein Tor momentan. Vor allem ist ja nicht so, dass wir irgendwie schlecht spielen. Es sind ja legit einfach unsere Spieler, die die Zweikämpfe nicht annehmen, die mit einem Pass komplett ausgehebelt sind und dann von der Geschwindigkeit nicht mehr hinterherkommen. Okay. Ich hatte kurz Angst, dass es eventuell Elfmeter gibt, aber nee, war Vorteil für uns. So, Berger. Und durch der Berger. 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 Ach. Guck doch, wo der Ball ist. Jawohl. Ball bleibt bei uns. Ah. So, Berger. Auf geht es. Ja, McCoy steht. Ah, lasse. Schade. Mit dem Versuch, aber nicht aufs Tor gebracht. Aber immerhin mal wieder ein Torschuss von unserer Seite. Also ich habe das Gefühl, dass die Saison echt ja, viel damit zu tun haben wird, die Mannschaft erstmal vernünftig aufzubauen. Weil die sind einfach noch nicht drittligareif. Och. Och, und Edlef. Also hätten wir Edlef nicht im Tor, hätten wir bestimmt schon doppelte Anzahl an Dinger kassiert. Der rettet uns hier teilweise richtig gut noch was raus. Okay. Oh, ja? Nee? Ernsthaft? Gönn uns doch wenigstens einen Angriff. Ja gut, ne? Das nenne ich ja mal einen richtig guten Start in die Woche. Das ist schon wieder so ein Spieltag zum Vergessen. Also, wir können wahrscheinlich wirklich auf den letzten runterdroppen. Boah, oh ne. Vorletzter. Transferangebot für Jansen. 60er links außen. Die 300.000 können wichtig sein für uns. Links außen. Wie sieht's in der Jugendakademie aus? Boah, ne. 43. Kann ich nicht machen. Kann ich absolut nicht machen. Teamzentrale. So gern ich für den 27-Jährigen hier jetzt noch 300.000 abkassieren würde, habe ich einfach keinen Ersatz. Das geht leider nicht. Ach Mann, ey. Nicht mal Geld kannst du so eine Kasse spülen. Nee, müssen wir leider ablehnen. Der Junge kann gerade nicht gehen gelassen werden. Gegen wen müssen wir denn beim nächsten Mal? Komm, zeig ich an. Noch ein Transferangebot für Jansen. Was ist denn los? Nein, ihr kriegt den nicht.
Ihr könnt gerne auf meine Ersatzspieler gehen, aber aus meiner A-Mannschaft kriegt ihr keinen. Sonst wird das ja noch schlimmer. Aber ist denn jetzt gerade irgendwie Transferfenster offen? Wenn die hier alle anfragen? Gut, ich meine, wir haben 178.000, ne? Was wollen wir uns davon holen? Entwicklungsplan von Atlef. Och nö, Atlef ist schon voll entwickelt mit 59. Ach nee, ey. Verträge laufen auch demnächst aus. Boah, das wird alles so teuer. Wir haben doch keine Kohle. Ja. Teamzentrale. Wie sieht's finanztechnisch aus? Schmitz könnten wir gehen lassen. Hoffmann könnten wir gehen lassen. Hamelane sollten wir vielleicht noch behalten. Als 19-Jährigen. Lang kann gehen. Hoffmann könnte gehen. Aber Atlef, Arnold, Jansen, eventuell Hamelane. Die müssen wir behalten. Da müssen wir jetzt auch mal eben reingehen. Du, Atlef. Dass du wichtig bist, ist absolut klar. Ich hätte dich gerne noch für 2 weitere Jahre. Ja, keine Freigabesumme ist vollkommen fein für uns. Du bist 27. Wie wär's, wenn wir dein Gehalt einfach beibehalten? Okay, sehr gut. So, dann der nächste im Bunde. Arnold. Ja, den müssen wir auch nochmal für ein Jahr nehmen. Vielleicht eine Mio-Freigabesumme. Aber du bist wichtig, Jung. Schlüsselspieler willst du? Ja, gebe ich dir. Das ist gar kein Thema. Ein Jahr. Ist okay. Freigabesumme von 1 Million. 760.000. Ja, weißt du was, wenn jemand bereit ist, 760.000 für Arnold zu zahlen, go for it. Und ein Taui an Gehalt. Plus den Einstiegsbonus. Ist okay, zahle ich dir, komm. So, Jansen. Ja, ich muss deinen Vertrag verlängern, definitiv. Noch habe ich keinen Ersatz für dich. Wichtig ist richtig. Für 2 Jahre bitte. Und bei dir, komm. Also wenn jemand bereit ist, 800.000 für dich zu blechen. 460, mach 560 draus. Ja, komm, 460.000. Wenn dir jemand blechen will, dann blecht er die. Komm. Ist okay. Gehalt bleibt gleich. So. Schmitz kann gehen. Hoffmann kann gehen. Hamelane wollten wir noch behalten. Du bist ein Rotationsspieler. 4 Jahre. Ja gut, der Junge ist 19. Eventuell kommt da noch was von dem. Keine Freigabesumme. Und ein Gehalt von 500. Sehr gut. Sparen wir uns da 50. So. Weiter geht's. Oh, gegen Ingolstadt geht's als nächstes. Aber... das alles natürlich in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, gerne abonnieren. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn wir gegen Ingolstadt spielen. Bis dahin, macht's gut, macht's besser, haut rein. Wir sehen uns. Ciao.